Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 422. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Servus. Und der Hanteltrainer Basti. Gute und Grüße, ja René, wenn ich meine Schwimmbäder aufmache. Ja. Ja, dann ist er fit, unser Basti. Kann er einen auf dicke Hose machen. Großartig. So, werden wir jetzt seriös hier, bitte. Ja, werden wir seriös und fangen wir im neuen Jahr natürlich auch wieder ganz klassisch mit ein bisschen Housekeeping an. Neues Jahr, neuer Monat, neuer Support von euch da draußen. Vielen, vielen Dank dafür. Besonderer Dank stellvertretend gehen raus an Florian, Guido und Felix. Das sind jetzt bislang so unsere Top-Supporter in diesem noch recht jungen Januar. Challenge an euch da draußen, überbietet die drei Jungs. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr auf unserer Support-Seite unter eintracht-podcast.de, damit wir hier noch viele Stunden über Luka Jovic sprechen können, was so dieses Hauptthema der heutigen Sendung ist. Basti, auf so einer Skala von 1 bis unendlich, wie sehr hast du dich am Mittwoch gefreut, als es hieß, es fehlen nur noch Kleinigkeiten? Ja, es ist so diese typische Achterbahnfahrt, die man hat, weil diese ähnliche Story hatten wir im Sommer schon, da war es auch kurz davor und dann ist man irgendwie, da Costa nicht losgeworden, dann hat es doch nicht geklappt. Ja. Und deswegen, ich habe mich lange nicht getraut, das zu glauben, weil dann man ja dann nur enttäuscht werden kann, weil man kennt es ja. Es fängt ja dann erstmal an, es gibt eine Meldung auf so einer dubiosen Seite, tutomercato64.de. Achso, ich dachte, du machst die Bildzeitung. Ja, zum Beispiel auch, aber dann weißt du ja nicht, okay, dann kommen die ersten Quellen dazu und irgendwann, ich weiß nicht, bei der fünften Quelle war es dann bei mir so, dass ich dachte, okay, jetzt darf das nicht mehr schief gehen. Und als dann, ich glaube, Sky angeteasert hat, dass Freddy Bobic sich bei Ihnen jetzt gleich äußern wird im Rahmen des Pokalspiels, da kannst du davon ausgehen, dass das sicher ist. Und da habe ich mich tatsächlich krass gefreut, dass dieses Pokalspiel auch überschattet wurde davon, dass Luka Jovic wieder da ist. Ist mega, weil ganz im Ernst, als ich das immer gehofft habe und bei Fußball 2000 und hier erwähnt habe, wurde mir ja zu 90% gesagt, Digga, was träumst du denn, wie sollen wir denn dieses Gehalt bezahlen? Das heißt, eigentlich hatte man sich realistisch gesehen gar nicht mehr mit ihm auseinandergesetzt, das war eher so eine Träumerei, dass er jetzt wieder da ist und die Eintracht wird hoffentlich gecheckt haben, dass er einigermaßen fit ist. Das ist eine mega Verstärkung. Bas Dost ist weg, der hat am Ende eh nicht mehr gespielt und du tauschst ihn gegen Luka Jovic. Das ist A, ein emotionaler Transfer plus sportlich auch. Also du hast emotionalen Transfer, ein bisschen die Saison anzuzünden, plus diesen sportlichen Wert, den er hat. Das ist mega geil, Alter. Also das ist wirklich einfach ein absoluter Baba-Transfer. Bin sehr begeistert. Naja, da hat Fums heute auch genau so ein Meme draus gemacht, ne? Wo er so erst siehst, Vorstellung von Bas Dost, Upgrade-Taste und auf einmal hast du Luka Jovic, wo du halt denkst, so Alter, vor allen Dingen zieh dir das mal rein, unser Sturmduo ist Silva und Jovic. Also in was für einer Liga sind wir angekommen? Das ist nämlich genau das, gell? Ja, und dann hast du dahinter Younes, Barkok, Kamada, also es ist ja, also ja, also ich bin euphorisiert. Ja, Aufstellung können wir gleich mal so ein bisschen basteln, vielleicht nochmal, um die Formalitäten dieses Transfers oder dieser Leihe, wie es ja ist, festzuhalten. Also er ist jetzt ausgeliehen bis Saisonende. Das Ganze funktioniert nur, weil eben Real einen Großteil des Gehaltes tatsächlich finanziert. Also was so gesagt wurde, war, dass wir rund 20% des Gehalts, 10 Millionen im Jahr, was schon eine harte Nummer ist, zahlen. Also wir kommen so auf 2 Millionen und kommen damit so mehr oder weniger quasi gehaltstechnisch auf das gleiche Level wie wohl mit Dost. Also wir legen nicht drauf, was ja auch schon mal extrem gut ist. Ich glaube noch nicht mal, dass wir die 2 Millionen zahlen. Wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich glaube, die einfach zahlt keinen Cent. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil wenn du das einfach mal runterrechnest, nur so wie die ganzen Leute gerade rechnen, ist das, glaube ich, A, falsch gerechnet, weil faktisch ist der für 4 Monate hier. Das heißt, von den 10 Millionen, die ganze Zeit kolportiert werden, bleibt schon mal gar nicht mehr so viel übrig. Ja. So, dann gibt's momentan einen Gehaltsverzicht für alle Profispieler bei der Eintracht bindend. Das heißt, Jovic muss auf irgendwas verzichten, wenn er von der Eintracht Gehalt bekommt. Und deswegen, glaube ich, haben die das tatsächlich so irgendwie gedreht, dass Jovic ein bisschen was verzichtet, Real sein Gehalt weiterzahlt und die Eintracht einfach gar nichts zahlt. Ja, plus den Fakt, dass der Spieler A ja auch sehr schnell zur Eintracht wollte, das hat er ja wohl auch sehr oft wieder gesagt, dann hat er ja auch heute in dem Interview betont, und der will halt auch einfach spielen. Also wenn man sich mal realistisch anguckt, was der an Spielen bislang bei Real gemacht hat, der hat jetzt in dieser Saison 5 Einsätze gehabt und hat insgesamt 210 Spielminuten
circa gehabt, plus minus eine Minute. Also dafür, dass du eigentlich noch als Fußballspieler so am Anfang deiner Karriere bist und vielleicht auch geil drauf bist, einfach Fußball zu spielen, hast du da halt auch keine Option. Also da hilft dir das Geld alleine halt auch nicht. Ja, im Endeffekt hilft es ja Real auch. Also ja, genau. Real hat, wir haben ja 60 Millionen für den gezahlt und die wollen ja auch nicht, dass der Marktwert weiter abkackt, wenn der bei denen auf der Bank rumgammelt. Das heißt, richtig. Im Endeffekt ist dieses, was Real macht, ich meine, die hätten ihn eh bezahlen müssen als Bankspieler. Das heißt, die legen ja nirgendwo Geld drauf. Dann wollte er nur zur Eintracht. Das heißt, die Option für ihn zu sagen, dass Real sagt, hier, geh nach England, die übernehmen die Hälfte von deinem Gehalt, die fällt auch weg. Mhm. So, und dann hast du halt als Real, sagen wir mal, der schießt jetzt hier 5 Buden in der Rückrunde. Dann hat Real natürlich faktisch eigentlich auch Geld gewonnen, weil dann der abgesagte Marktwert sich ein bisschen stabilisiert und die den eventuell dann im Sommer entweder vielleicht noch ein Jahr verleihen, um den Marktwert weiter steigern zu lassen, oder den dann irgendwie zu verkaufen mit nicht ganz so viel Verlust, wie es vielleicht jetzt wäre. Also im Endeffekt ist das für alle Parteien, glaube ich, ein Win-Win-Geschäft. Definitiv. Weil er kann bei uns, wie gesagt, kicken. Er hat Bock, du hast es gesagt, René, und das finde ich ganz wichtig, dass du das Gefühl hast, dass der jetzt hier nicht herkommt, weil er irgendwie keine andere Möglichkeit hat. So. Also erinnert euch, als zum Beispiel Russ aus Wolfsburg zurückgekommen ist, das hat sich für mich jetzt nicht so heimkehrmäßig angefühlt, sondern eher so, na, hast gemerkt, scheiße, ne, so. Bei ihm ist es eher so, der hat richtig Bock, weil der hätte nicht zu uns gemusst. Also wir können uns, glaube ich, alle sicher sein, dass der einen besseren Verein als Eintracht hätte finden können. Wollte er aber nicht, weil er genau das, was ich gesagt habe, will. Der will ein vertrautes Umfeld, der wird den einen oder anderen Buddy noch in der Mannschaft haben. Der hat einen Trainer, der auf ihn baut. Der kann genau in der Situation, in der er jetzt ist, sich hier locker, ohne Druck, wieder in Spielpraxis reinkämpfen. Also ganz im Ernst, ich habe es bei Fußball 2000 auch schon gesagt, wer sich über diesen Transfer aufregt, der sollte sich an anderer Stelle hinterfragen. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach das Sinnvollste, in ein Umfeld zurückzugehen, was du kennst. Weil er ist jetzt in ein fremdes Umfeld reingekommen, hat gesehen, da läuft's mal so gar nicht. Und jetzt wieder irgendwo ins Ungewisse zu gehen, ja, dann ist doch hier der sichere Hafen jetzt erstmal eine gute Ausgangsposition. Das ist immer noch keine gemachte Nummer, ne, dass der jetzt durchstartet, weil der hat extrem wenig Zeit, um wieder auf Touren zu kommen. Also da steckt schon ein Stück Arbeit hinter und ich bin auch nicht zu 100% davon überzeugt, dass der so richtig einschlagen wird wieder. Kann ja auch dauern. Ich glaube, das müssen wir uns alle klar machen, gell? Also, ja. Dass der jetzt gegen Schalke gleich viel Tore schießt. Vielleicht wird er auch erstmal für Silva mal eingewechselt nach 70 Minuten. Dann kommt er rein, dann spielt er bei den 40 Minuten, irgendwann spielen die vielleicht zusammen von Anfang an. Dann muss man gucken, wie sich das in der Statik ist. Aber du hast gesagt, das Risiko ist halt klein. Ich meine, was soll uns passieren? Wir haben es ja gesagt, wir vermuten, dass wir kein Geld zahlen. Selbst wenn der jetzt nicht durchstartet, was passiert dann? Also das ist halt der Punkt. Ne? Ich meine, wir haben ja im Moment einen Silva, der funktioniert 1A und läuft. Wir sind auch nicht im Abstiegskampf oder so. Genau. Ja, und es ist null Risiko, und es ist einfach eine geile Sache. Und vor allen Dingen, nicht nur, dass es null Risiko ist, sondern es ist ja das Gleiche wie sonst, wie vorher auch jetzt mal angenommen, wir hätten jetzt Dost nicht abgegeben und hätten ihn da sitzen gehabt. Dann hätten wir die Kohle auch bezahlt für einen, der vielleicht keine Tore schießt. Also es macht keinen Unterschied. Oder der halt auch nicht spielt. Eben, oder der halt auch nicht spielt. Alleine für die Wahrscheinlichkeit, und die ist ja trotzdem da, auch wenn ich die Skepsis von Alex teile, dass das so schnell geht und dass da eigentlich wenig Zeit ist in der Rückrunde. Aber die Möglichkeit ist halt trotzdem da, dass er in 3 Spielen schon wieder 100% da ist. Und ihr habt ja gesagt, stell dir mal vor, du hast Silva, Jovic und Yunus dahinter. Ja, gute Nacht, Marie. Ja. Alter. Dann, vor allen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit ist halt auch viel größer wie bei jemandem wie Zirkzee. So. Also ich weiß gar nicht, warum der so krass gehypt wurde als Transfer. Ja, weil du ihm halt sehr viel Entwicklungspotenzial nachsagst. Aber ich glaube, auch langfristig wäre Zirkzee nicht sinnvoll gewesen für die Kaderatmosphäre, die bei uns halt einfach ein großer Punkt ist. Was man so hört, scheint das halt ein ziemlicher Stinkstiefel zu sein. So, und hier hast du jetzt einen Spieler, der halt viele Leute aus dem Kader noch kennt, der von sich ja auch gesagt hat, er hat immer Kontakt gehalten, wie Alex gerade gesagt hat. Er kennt das Umfeld, er kennt den Trainer, er kriegt von allen Leuten viel Unterstützung. Das ist doch viel besser. Er kriegt halt auch von den Fans die Unterstützung. Weißt du, in Real haben die wahrscheinlich alle gedacht, Fehleinkauf, bla bla bla, dann bist du in einer Mannschaft voller Egos, wo die geben ja auch den Platz nicht freiwillig aus. Hier kommt er in eine Mannschaft, und ich habe das ja aus Teilen der Mannschaft im Umfeld mitgekriegt, die vorher schon die ganze Zeit sich untereinander WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben und sich gefreut haben, wenn er kommt, weil Luca wollte die ganze Zeit, dann musste man gucken, wie man das realisieren kann. Das heißt, die Mannschaft selber denkt jetzt nicht, da kommt ein Konkurrent und das wird jetzt hier irgendwie Stress, sondern die freuen sich, weil die wissen, geil, Alter, da kommt jemand, der uns noch weiterhelfen kann,
Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Eintracht hat in den letzten Spielen echt eine spielerische Entwicklung genommen. Ja. Ich glaube, in dem Leverkusen-Spiel hat man das sehr deutlich gesehen, was Younes für unser Spiel bedeuten kann, wenn der eben nicht mehr da ist. Also dieser Upgrade auf Zuber war ja der Wahnsinn. Und wenn du so eine Mannschaft hast, und da kommt er noch dazu, weil das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der kommt nicht hierher, weil er irgendwie den Bock umstoßen muss und du musst uns vor irgendwas retten, sondern der ist einfach eine sinnvolle, mögliche Ergänzung für diesen Kader, der sowieso momentan guten Fußball spielt und der sich jetzt komplett auf die Liga konzentrieren kann. Es tut mir leid, selbst wenn ich suchen würde, würde ich keinen Faktor finden, der mich an diesem Transfer irritiert, stört oder sonst irgendwas. Und ich bin auf jeden Fall hyped. Das Einzige, was ich vielleicht finden kann, ist tatsächlich, dass es natürlich ein geiler Moment gewesen wäre, wenn wir alle im Stadion sind und er kommt zum ersten Mal auf den Platz. Oh ja. Was meinst du, was da allein stimmungsmäßig am Dienstag bei dem Pokalspiel los gewesen wäre, wenn Bobic das in der Arena gesagt hat? Da kriege ich gerade Gänsehaut. Ich auch. Und da steht unten auf dem Feld und der verkündet, was da in der Kurve los gewesen wäre. Ja. Also da hätte Leverkusen wäre vor Schiss weggerannt. Naja, scheiße. Nee, aber jetzt kriege ich auch Gänsehaut. Ich habe ja schon bei 93 gesagt, dass ich momentan sehr nah am Wasser gebaut bin. Also hört bitte auf. Ja. Also die spannende Frage ist halt wirklich noch, ab wann er halt wirklich auch mal längere Zeit spielen kann. Also ich glaube, der wird gegen Schalke auf jeden Fall eingewechselt. Er wird auf jeden Fall eingewechselt werden. Davon gehe ich auch aus. Aber so wirklich ein bisschen mehr Spielzeit. Also er scheint ja körperlich in einer exzellent guten Verfassung zu sein. Also ist das so? Also das war zumindest... Würde mich nicht überraschen, weil wenn du mal ein bisschen sein Insta-Stories so ein bisschen verfolgst, der hat unterschiedlichste Personal Trainer am Start, mit denen der parallel noch gearbeitet hat in den letzten Wochen. Ja, der ist halt extrem ehrgeizig. Also der hat krass Gas gegeben. Der will halt einfach. Daher würde es mich wundern, wenn der jetzt hier so ein Specki zurückgekommen wäre. Nee, also was man an den Ausschnitten aus diesem 4 Minuten Video, was die Eintracht heute auf YouTube veröffentlicht hat, sehen kann. Also du siehst halt schon einfach, der ist extrem fit. Der scheint wohl auch das Ergebnis vom Medizincheck scheint sehr positiv zu sein. Ich meine, der war auch bei Real. Also da wird wahrscheinlich auch irgendwie der Koch mehr Trainingsmöglichkeit haben als sonst irgendwo. Ja? Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen bei allen, die sagen, der hat jetzt nur 2 Spiele gemacht, bla. Ja, Digga, aber der hat auch jeden Tag mit diesen Spielern da trainiert. Ja, also mit diesen Spielern, mit diesen Trainern, mit diesen Möglichkeiten halt einfach auch. Ich meine, was die wahrscheinlich an Trainingsenvironment haben, da kann sich auch so manch einer hier umgucken. Da hast du keine Frage, ob die Belüftung in den Katakomben gut ist und ob da Schimmel an der Wand ist. Ja? Also, wir müssen unsere Kabine beschließen. Bei uns ist gerade Wasser. Wir haben Wasserschaden. Nach Jahren. Da kommt Nico Kovac hier hin, Alter, und guckt, ja, Leute, habt ihr sie noch alle? Wundert euch, dass die Spieler ständig erkältet sind, Alter. Also ich glaube, das Problem hast du bei Real definitiv nicht. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass wir zusammenfassend sagen können, dass wir uns alle darüber freuen und wir sehr gespannt sind und das tatsächlich auch mit einem positiven Vibe begleiten, weil der kommt hier nicht, um die Angst zu vertreiben, sondern der kommt hier einfach nur dazu in ein Dings, wo ich sowieso es geil finde, wie die Eintracht aktuell Fußball spielt, wenn alle da sind. Deswegen, ganz ehrlich, wenn der noch da vorne mit rummischt, dann kann die Eintracht vielleicht wirklich in die Conference League kommen. Das ist halt so das nötige, wie Alex schon gesagt hat, das nötige Upgrade zu diesem Modus mit, wir hören auf, irgendwie Fußball zu vernichten und fangen an, Fußball zu spielen, ist ja halt die nächste logische Weiterentwicklung, die uns halt einfach in dem Spiel hilft. Bedeutet aber halt auch, wir müssen über kurz oder lang dann wieder wahrscheinlich auf so ein Zweistürmer-System wechseln, was ich persönlich aber auch nicht verkehrt finde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man sich da jetzt schon so Gedanken drüber machen muss, weil, also, wir haben jetzt vorne in der Offensive echt eine Menge gute Leute, die Fußball spielen können, und es ist halt geil, wie variabel du sein kannst, so, und dann spielst du halt mal mit 2 Stürmern und mal mit 2 Zehnern und keine Ahnung, es ist doch, also ich glaube, Optionen sind zuhauf da, und die Leute da vorne, die haben alle Bock zu spielen, und ich glaube, das ergibt sich von selbst, da muss man sich gar keinen Kopf machen. Ich glaube sie mich auch, weil wir hatten ja auch oft hier die Diskussion, ja, wie spielen wir? Wir haben ja gesagt, für mich ist die Aufstellung auch nicht entscheidend, sondern die Einstellung. Und was Alex gesagt hat, ist der nächste Kicker. Das sind alles Fußballspieler und die werden immer zusammenfinden. Da wird sich ein System anhand dieser Spieler entwickeln, weil die Bock haben, Fußball zu spielen. Was ja tatsächlich wichtig ist. Das ist für mich das Einzige, worauf ich hoffe, dass die Eintracht das beibehält. Weil du hast schon gesehen, dann zum Leverkusen-Spiel kurz zu kommen, wenn Ilsanker und Chor auf dem Platz sind, dann ist das halt eine andere Mannschaft. Das muss man ganz klar so sehen. Also wenn So und Younes fehlen, geht dir so viel spielerische Qualität ab, das färbt auf alle anderen Spieler ab, finde ich.
Und das ist so die Hoffnung, die ich außerhalb von Jovic habe, dass die Eintracht zwei wählt. Dass einfach die Doppel-Sechs safe einfach immer zwei Leute sind, die Fußball spielen können. Und dass du auf den Außen schnelle Leute hast, die auch mitkicken wollen und vorne sowieso. Und da ist es, was Alex sagt, es ist völlig egal. Ganz ehrlich, was hat Hütter denn mit der Büffelherde gemacht? Er hat gesagt, ich habe hier drei Stürmer, die sind alle geil. Ja. Passt eigentlich nicht. Ich muss die aber spielen lassen. Das wird sich schon irgendwie, der Österreicher würde sagen, das geht sie aus. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das wirklich ausgehen wird, dass die sich da sortieren werden. Die offensichtlichste Variante wäre, glaube ich, einfach Silva, Jovic im Sturm und Yunus dahinter. Und da muss man halt den Rest mal schauen. Das wäre jetzt die Frage. Ich würde jetzt gerne mal mit euch eure Wunschaufstellung, wenn keinerlei Einschränkungen, alle sind so fit, keiner gesperrt. Was wäre eure optimale erste Elf, die ihr aufstellen würdet? Tor. Also ich glaube, hinten und bis zur Sechs sind wir uns klar, oder? Also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich finde im Tor Trapp. Ja. Tuta rechts, links in Dika, Hinteregger in der Mitte. Jawohl. Da sind wir uns einig. Das hätte ich. Links Kostic. Ja. So, rechts bin ich wahrscheinlich alleine mit, aber da will ich lieber Touré statt Blum sehen. Nee, bist du nicht alleine. Das wäre exakt der gleiche, den ich auch hingestellt hätte. Nee. Weil? Nee. Bleib ich bei Durm, weil der einfach in den letzten Wochen mich komplett überzeugt hat. Also da. Ja, ich glaube, dass die also auch Variante von Alex auch realistischer ist, weil er ist aktueller Stammspieler. Das wäre jetzt so ein persönliches Ding von mir gewesen. Also stellen wir Durm, weil er realistisch ist, glaube ich. Ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, der Trainer sieht es auch so. Dann hast du. Du hast halt, Touré hast du halt eigentlich die Zukunft auf der Seite. So. Und Durm ist, der spielt eine gute Saison. Wie das nächstes Jahr aussieht, weißt du schon wieder nicht mehr, weil er ja auch schon im fortgeschritteneren Fußballalter ist, sag ich mal. Ist jetzt noch kein 35-Jähriger, aber eigentlich wird es Sinn machen, einen Touré weiter aufzubauen, um ihn auch ein bisschen zu einer Konstanz zu bringen. Aber mir hat es schon wieder auch gegen Leverkusen nicht so gefallen, wobei er da halt auch zu einem scheiß Zeitpunkt reinkam. Ja. Aber das ist halt das Ding bei Touré, es ist auch eher so ein Versprechen, weil der bringt es nicht, weil der kann sich irgendwie nicht über 90 Minuten konzentrieren, das ist so. Ich habe halt einfach die Hoffnung, dass der das irgendwie hinkriegt, weil dann nimm halt irgendwelche Tabletten, Alter. Keine Ahnung, Alter. Brain. Alter, du bist in Frankfurt, Mann. Da wird ja wohl was zu kriegen sein. Wird ja wohl was zu kriegen. So, Konzentrationspillen, Alter. Pflanzliche Basis natürlich. Auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass du, und jetzt ist für mich das Interessante, für mich ist tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, dass es schnell geht, aber So ist für mich gesetzt. Ja. Die Frage ist, wer spielt daneben? Weil ehrlich gesagt, wenn ich entscheiden müsste, würde ich lieber Hasebe statt Rode da sehen. Nee. Also, ich bin tatsächlich zu einem kleinen Kritiker von Hasebe geworden, weil das, was ihn früher ausgezeichnet hat, war, dass einfach jeder Pass angekommen ist. Der hat mit so viel Auge und Genauigkeit gespielt und das war das, was mich an ihm fasziniert hat und das ist einfach weg. Das, ja, das war auch, was war denn das für ein Spiel, wo er den Fehlpass im Mittelfeld gespielt hat, was dann zum Gegentreffer geführt hat? Ach, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja, wobei man halt schlecht an Spiel festmachen kann. Ja. Also. Ich muss sagen, dieselben Sachen, die du über Hasebe gerade gesagt hast, würde ich genauso über Rode sagen. Der hat für mich, seit die Eintracht anfängt, Fußball zu spielen, sieht man halt, dass er nicht der überragende Kicker ist. Das sah immer so aus, weil der neben Ilsanka und Koch umgekehrt ist. Dann so, was ist mit? Jetzt, wenn da mit Barkok Yunus die Boys Kick schnicken, fällt er für mich ein bisschen ab. Aber das ist auch kein Bauchschmerzen-Ding. Also das ist nicht so, dass ich sage, oh, Rode spielt, sondern nee, das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, wir stellen Rode dahin, dann habe ich auch kein Problem. Rode So ist die Doppelsechs, die ich immer haben wollte, weil die beide einigermaßen kicken können. Also können wir von mir aus so machen, dann haben wir links Kostic, Rode So in der Mitte und rechts Durm. Genau, und Rode ist dann so ein bisschen der mehr defensiv orientiertere, wobei So halt mehr mit nach vorne geht dann. Von der genau. So. Davor, ja, dann ist es für mich ehrlich gesagt klar, dass einfach Silva, Jovic und Yunus da vorne spielen. Yunus, genau. Eigentlich auch schon so ein bisschen krass, also wie schnell halt sich ein Kamada da jetzt irgendwie dann rausgemogelt hat, ne? Ja, der ist gar nicht so raus, genauso wie Barkok. Also ich bin von beiden nach wie vor überzeugt. Die machen beide geile Sachen, aber die sind halt noch nicht auf einem Level, wo ein Yunus oder ein Silva ist. Ne? So. Das die ist werden genau mit Sicherheit auch zu ihrer Spielzeit so kommen, aber das, wenn... Das ist es ja. Es ist ja nicht Jovic, so, dass wir sagen, ja, die gehen so ja nicht raus, weil die scheiße sind. Ja, genau. Wenn Jovic so ein bisschen das hält, was wir uns davon versprechen, sind das einfach die drei besten Spieler, die wir in der Offensive haben und die müssen dann auch auf den Platz. Und das Geile ist, bei Eintracht Frankfurt zu sagen, das liegt nicht an eurer Qualität, sondern an denen, die spielen. Das ist doch mega. Also ich hätte keine Bauchschmerzen, wenn sowohl Kamada als auch Barkok auf dem Platz stehen. Ist halt dann aber kein Platz, ist doch geil.
zu sagen, ja, sorry, und du hast gesagt, im Endeffekt kannst du auch immer so die Statik ändern. Wenn jetzt Silva und Jovic von Beginn an spielen, du führst irgendwie 1-0, dann nimmst du halt, weiß ich nicht, dann nimmst du Jovic mal raus, weil er noch nicht die Luft hat, bringst Barkok und konterst halt ein bisschen mehr. Oder bringst Kamada, weil der vielleicht irgendwie noch mal eine Aktion drin hat, mit der keiner rechnet. Also, es ist doch super. Du musst auch davon ausgehen, dass einer von beiden sich mal verletzt. Vielleicht hat Jovic, wenn er jetzt wieder komplett in Betrieb kommt, auch nach 3 Wochen irgendwie mal einen Muskelfaserriss oder irgendwas. Also, ich meine ganz im Ernst, als wir gegen Leverkusen gespielt haben, als du dir die Bank angeschaut hast, da standen quasi schon alle Offensive auf dem Platz. Und dann liegst du da hinten. Ja, was machst du dann? Ja, kannst quasi nichts machen. So, also, dass die Eintracht jetzt auch auf Rückstände reagieren kann, wechselmäßig, das beruhigt mich auf jeden Fall. Und ihr habt es gesagt, die werden alle auf ihre Zeiten kommen. Und wer weiß, vielleicht kann man mit Kamada im Sommer sogar ein bisschen Cash verdienen, dann ist er halt nicht mehr da und gucken wir mal. Aber da habe ich auf jeden Fall, im Endeffekt ist tatsächlich Jovic derjenige, der wirklich dafür sorgt, dass da Konkurrenzkampf ist, aber auch mehr Power. Weil manchmal haben wir uns ja auch irgendwie beschwert, wenn die gegen tiefstehende Mannschaften spielen, dann hast du halt nur Silva, wenn der gedeckt ist, dann sind wir auf Einzelaktionen angewiesen. Jetzt hast du das Gefühl, du hast einfach 2 Sniper da drin. Also die anderen Mitspieler haben doch die geilste Aufgabe der Welt. Die können nur dafür leben, diese beiden Jungs im 16er in irgendeine Position zu bringen. Dann können die sich sicher sein, dass von 10 Schüssen 9 drin sind. Vor allen Dingen bringt Jovic halt auch wieder Kopfballstärke und Gefahr mit, ne? Also das ist bei Silva nicht so ausgeprägt, aber da ist halt Jovic halt auch einfach Maschine, ne? Der ist auch bulliger, der ist aber noch mal ein bisschen bulliger. Ich glaube sogar, dass Silva sehr, sehr davon profitieren wird, weil er eben nicht mehr der, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr der Alleinige, der damit sich mit den beiden Innenverteidigern auseinandersetzen muss, sondern der kann sich dann mal wegmogeln und ich finde, Silva ist sowieso ein 2-Stürmer quasi, also der eigentlich einen neben sich braucht. Ja. Und ich glaube, dass die Bock aufeinander haben und dass man das sehen wird. Und wenn du dann noch Younes dahinter hast, den man ehrlich gesagt, finde ich von den dreien, bei allem Hype um Silva und Jovic, finde ich Younes fast da am geilsten von allen. Also was der Typ mir für eine Erleichterung beim Fußballgucken bringt, das ist der Wahnsinn. Also was der kann einfach Ball halten, das ist nicht selbstverständlich. Du hast das Gefühl, der hat einen Magnet am Fuß und du hast nicht mehr diese, weil als Eintracht-Fan hat man immer das Gefühl, die Eintracht verliert eh gleich den Ball. Weil die immer dann hektisch wurden. Und der kann praktisch keinen Ball verlieren, außer du faulst den. Ja, und nicht vor allen Dingen bis bei der Körpergröße. Ja, auch, ne? Also ich meine, normalerweise hast du da vorne einen Haller stehen gehabt, der man einen Ball festmachen konnte. Und jetzt kommt hier 1,60 Younes auf den Platz und macht es in einer genauso guten Manier. Ja, und ich finde, er antizipiert halt auch extrem gut, wo er irgendwie hin muss in der Offensive. Also du siehst halt direkt, dass der schon weiß, wo er hin muss, um den Pass zu bekommen. Also der hat halt auch einen ganz anderen Offensivdrang als da so manch einer bislang. Kamada mag extrem gut sein, was die Bälle verteilen angeht, aber so diesen Offensivdrang, den vermisse ich bei ihm da manchmal so ein bisschen. Ich finde auch das super. Also was mich am meisten an Kamada stört, ist sein Spiel ohne Ball. Ja. Also wenn der nicht den Ball hat, habe ich das Gefühl, weiß der nicht sonst was. Also wenn er den Ball hat, geil, dann kann er dribbeln, der kann mal was Besonderes machen, der hat gute Aktionen drin. Aber ohne Ball finde ich manchmal, dass er beim Anlaufen ist er manchmal derjenige, der das Mosaik irgendwie stört. Und auch wenn die Eintracht den Ball hat, aber er nicht, ist er für mich, manchmal wirkt er ein bisschen, dass er... Hände in Hosentaschen so. Ja. So in der Art. Oder ja, dass er nicht genau weiß, wo er hin soll. So. Ja, und auch, was ich auch noch ergänzen würde, bei Zweikämpfen, finde ich, fehlt ihm so ein bisschen die Erfahrung. Er trifft für mich dazu oft die falsche Entscheidung. Man geht da in einen Zweikampf, den er locker gewinnen kann und lässt sich dann irgendwie blöd fallen, weil er den Standard haben will und dann geht er auf der anderen Seite in den Zweikampf, den er nie im Leben gewinnen kann, anstatt einfach den Ball irgendwie quer zu spielen. Also da fehlt ihm vielleicht auch einfach so ein bisschen die Erfahrung und Younes hat halt schon mal ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und hat ein bisschen mehr auch internationale Spiele gesehen. Der hat halt diese Erfahrung einfach an dieser Stelle. Aber ganz im Ernst, man muss jetzt mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt in die letzte Viertelstunde diskutiert haben. Wie geil ist das, Alter? Ja. Da müssen wir nicht überlegen, wo wir Injowski und Flum unterbringen, Alter. Nee. Und ob Liberopoulos alleine vorne spielt, Alter. Nee, Alter. Ja. Da sind was für geile Kicker das alles sind. Ja, vor allen Dingen, ich hab's heute noch geschrieben mit einem Kumpel. Also es ist noch nicht lange her, da fand ich, dass mit Fenin und Amanatidis wir endlich mal einen geilen Sturm haben. Also so, was für eine Welt habe ich denn da gelebt? So, genau so ist es, Alter. Ja, möchtest du noch was zu Kayo sagen, Alex? Aber Kayo war wirklich geil. den würde ich auch mit da reinstellen, allein als Maskottchen. Ja. Nee, aber es ist schon geil. Wir haben ja die Aufstellung gesagt und es ist jetzt auch nicht so,
normalerweise gab es immer eine Aufstellung bei der Eintracht, die ich geil fand. Und wenn sobald ein anderer reinkommen ist, war es für mich irgendwie scheiße. Mittlerweile, von mir aus, soll Adi machen, solange er tatsächlich, das ist das Einzige, was ich verlange jetzt. Ich will keine komplette Holzhacke-Doppelsechs mehr haben. Ja, also das ist halt mein Punkt. Ne? Also wenn ich in der Aufstellung, wie auch gegen Leverkusen, wenn ich schon sehe, dass dieser Ilzanka von Beginn an ran darf, dann ist einfach fertig. Ist ja, mein dann, Spiel gelaufen. Dann lass uns doch über Leverkusen reden. Das haben wir so oft angesprochen, jetzt lass uns da mal weitermachen. Kostic war nicht dabei, So war nicht dabei, dementsprechend war so ein bisschen Rotieren angesagt. Barkok hat auf links angefangen, Younes in der Mitte und Ilzanka da neben Rode auf der Doppelsechs und damit war so ein bisschen, also Younes war der Einzige, gut, Barkok auch, wobei der mir auch so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so richtig on point an den Kopf war. Fahrig. Ja. War Younes aber ganz im Ernst, der Einzige, der da so ein bisschen trotzdem nach vorne gemacht hat. Du hast gesagt, So ist nicht da, Kostic ist nicht da und trotzdem hat die Eintracht meiner Meinung nach die besten 20 Minuten in der ganzen Saison gespielt. Der Anfang Alter, war super, aber die ersten 20 Minuten waren brutal und ja? Dann hast du halt tatsächlich, am Ende bin ich gar nicht sauer, was in Leverkusen passiert ist, weil das kannst du alles logisch erklären und das ist einfach genau diese Niederlagen akzeptiere ich. Weil dieses Ding ist, im Ernst, ganz im Ernst, du hast halt eine Frechheit, dieses Abseitstor, so, also dass die Linienrichter sich jetzt mittlerweile so sehr auf den VAR verlassen, dass die dann das ist echt fürchterlich. Alles durchlaufen lassen, das hast du beim Bayern-Spiel ja auch gesehen, dass die das dann nicht mehr sehen, weil die wahrscheinlich im Zweifel, was ja eigentlich richtig ist, ja, das zu denken, ich pfeife das jetzt erstmal nicht ab, man kann es immer noch kontrollieren. Kannst du aber nicht, wenn kein VAR da ist, du Depp. Das siehst du aber auch, denn, Alter? Aber nicht nur da ist es ein halt Meter jetzt, im Abseits, Alter. Da wird es halt jetzt am meisten bestraft, aber das ist eine Entwicklung, die mir jetzt auch schon seit Wochen in der Liga auffällt. Egal, ob es ein VAR gibt oder nicht, ich kann doch bitte von einem Schiedsrichtergespann erwarten, dass wenn da ein Foul oder ein Abseits oder sonst irgendwas ist, dass die das pfeifen, auch wenn es einen Videoschiedsrichter gibt, sind die doch immer noch dafür da, ihren Job zu machen. Ich kann mich darauf verarbeiten, also auch nicht. Bei Foul ist mir das noch nicht aufgefallen, aber also gerade bei Abseitsentscheidungen ist es bei, also kommt es mir manchmal auch extrem lange vor, bis diese fucking Fahne mal hochgeht. Also da sitzt du vor Fernseher und siehst schon, denkst so, okay, also offensichtlicher geht's nicht und dann lassen sie es noch laufen, bis dann irgendwann am Tor vorbeigeschossen wird. Ja, aber noch, wann war das vor 2 Wochen, als diese offensichtliche Abseitsstellung war, wo Kamada dann auch irgendwie reingeslidet ist und den Ball von der Linie gekratzt hat, nur um danach zu sehen, wie der Linienrichter die Fahne hebt. Das ist halt, ganz ehrlich, das ist halt das Ding, stell dir mal vor, in dieser unnötigen Zeit verletzt sich jemand. Also ich meine, das sind ja meistens am Tor, sind ja meistens ultimative Zweikämpfe, wo dann vielleicht auch einer in der Not, weil er Angst hat, dass ein Tor fällt, irgendeinen wegklickst. Und der lässt es einfach nur laufen, weil der irgendwie nochmal auf Nummer sicher gehen will. Finde ich auch eine scheiß Entwicklung. Da haben wir jetzt tatsächlich in Leverkusen gelitten. Und dann hast du halt trotzdem dieses, meiner Meinung nach, ich habe viel Kritik dafür bekommen, aber meiner Meinung nach ist es dumm von Durm gewesen, was er da macht, weil mittlerweile weiß, wie lange gibt es diese Diskussion, dass alle da im Entenmarsch durch den Strafraum warten und das ganz komisch aussieht. Aber das ist halt so, weil die Regel ist halt scheiße. Ja. Das muss er wissen, dann darf der da trotzdem nicht, auch wenn es ein Schutzreflex ist, so darf er da nicht hingehen, fertig. Und dann hast du die Verletzung von Younes und dann hast du dieses Spiel schon erklärt. Du hast einfach Pech im Schiri, du hast eine Dummheit von Durm und du hast die Verletzung von Younes und dann war dieser Stecker gezogen. Und das ist, hat mir ein bisschen gezeigt, wie fragil halt diese spielerische Klasse ist, die wir in den letzten Wochen feiern, die kann ganz schnell weg sein, wenn da 2, 3 Spieler fehlen. Also das muss man sich klar machen, dass ja, das aber dann, auf jeden Fall mit Spielern zu tun hat, die dann. Das ist zumindest der Auslöser, aber da muss ja schon noch mehr passieren, dass die anderen, die ja auch gestandene Fußballer sind, von denen ich eigentlich schon erwarte, dass sie zumindest ein gewisses Interesse daran haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und gerade wenn es in so einem Do-or-Die-Spiel ist. An Kampfeswillen ist es jetzt eben gescheitert. Nein, ich glaube, das ist Bayer Leverkusen-René. Also die sind, du hast dann halt gemerkt, mit den Ausfällen und mit dem Pech, ist die Eintracht einfach nicht gut genug, um gegen die zu gewinnen. Guck dir Diaby an, das sind schon geile Kicker. Also ich glaube einfach, dass... Vor allen Dingen sind die halt auch ultra schnell unterwegs teilweise. Ne? Also dass wir da überhaupt teilweise so gut mitgehalten haben, hat mich an dem einen oder anderen Laufduell schon gewundert. Ich finde auch. Ich finde, es gibt, wie gesagt, wenn ich mich an dieses 6-0 oder was war das, 6-1 in Leverkusen erinnere, also das sind Welten. Also das war ein Spiel, das hat mich nicht wütend gemacht. Natürlich wütend, aber nicht auf die Mannschaft, sondern eher auf die Umstände. Zu denken, das ist einfach Pech gewesen. Da kriegt halt einen Schlag, Younes geht raus, der Spielfluss ändert sich, du hast Pech mit dem Schiri, dann hast du, wie gesagt, eine eigene dumme Entscheidung. Und dann, also wie gesagt, dieses Spiel ist mir völlig egal, so.
weil ich daraus nichts ableite, zu sagen, oh Gott, kann sich das in die Richtung entwickeln? Nee, das war einfach, gibt so Tage, Spiel war das. Und ich glaube, dass es fast sogar jetzt einfach irgendwie Positivität reinkommen muss, in dem Sinne, dass wir sagen, dann konzentrieren wir uns halt jetzt nur noch auf die Liga. Die wird sowieso knackig genug, weil wir jetzt viele englische Wochen haben durch diesen engen Zeitplan. Aber ist doch geil. Also ist doch geil, dass wir uns jetzt mit dieser Mannschaft, die so gut drauf zu sein scheint, nur auf die Liga konzentrieren können und auch jetzt Gegner in den nächsten Wochen haben, wo du nicht von vornherein sagen musst, oh, die sind besser. Nee, also ganz bei allem Respekt vor den nächsten Gegnern, die können wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, alle schlagen und dann bist du fett da drin. Nochmal kurz zum DFB-Pokal. Das Ding ist ja auch, ich glaube, dass das verlorene Spiel jetzt nochmal so wehtut, weil wir einfach vor zwei Wochen gegen Leverkusen gewonnen haben. Ja. Als die Auslosung war und ich gesehen habe, Leverkusen, war meine Hoffnung schon relativ gering. In dem Moment, wo wir dann aber eine Woche vorher in der Liga gegen Leverkusen gewinnen und auch geil spielen, geht natürlich meine Hoffnung ins Unermessliche. Und deswegen hat das verlorene Spiel noch ein bisschen wehgetan. Wobei, Basti, du vollkommen recht hast. Ne? Also es war kein schlechtes Spiel. Du kannst keine wirklichen Vorwürfe machen. Da war, hat halt einfach vieles nicht zueinander gepasst. Ne? Aber am Ende hätten sie vorher nicht gewonnen. Ne? Ja. Ja, meine Güte. Aber ich glaube, wir hatten jetzt schon ärgerlichere Niederlagen zu besprechen. Und Alex, du hast es in der Vorbesprechung gesagt. Alles egal. Hauptsache Jovic. So sieht's aus. Meint ihr, Thomas Müller denkt ähnlich? Ist mir scheißegal, was er denkt. Basti, du hast gestern das Bayern-Spiel live kommentiert. Wie war so dieses Erlebnis zum Ende hin? Ich habe nur Ausschnitte und die 800. Dauerschleifen-Clip auf YouTube gesehen. Es hat Bock gemacht. Ich hätte tatsächlich nie erwartet, dass das Spiel überhaupt eng wird. Umso überraschter war ich, dass es so war. Und natürlich ist es lustig, wenn Bayern ausscheidet. Auch wenn ich heute ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, weil natürlich die Conference League-Pläne, die ich für die Eintracht habe, dadurch natürlich ein bisschen in Gefahr geraten, weil ja schon der Pokalsieger aus den ersten sechs kommen sollte, damit der siebte Platz auch ausreicht. Ja, das ist leider richtig. Da musste ich in dem Moment dann auch dran denken, dass das natürlich dann jetzt so ein bisschen schwierig an dieser Stelle einfach wird. Gut, ich habe tatsächlich gestern Abend auch noch keinen Gedanken dran verschwendet. Ne? Das kam mir heute tatsächlich dann auch irgendwann, dachte ich mir, warte mal. Ja. Schön gestern schadenfroh, aber eigentlich ist vielleicht gar nicht so geil. Weil ich habe nämlich auch keinen Bock darauf zu hoffen, dass Leipzig den Pokal gewinnt. Alter. Da wär mir Bayern zum 100. Mal lieber gewesen. Oder ist Dortmund noch drin? Dortmund ist noch drin, die spielen gegen Paderborn. Du hast noch Gladbach mit dabei, die spielen gegen Stuttgart. Und du hast halt Leverkusen logischerweise noch drin. Die sind ja schon gerade noch so unter den ersten sechs. Einer von den Borussias soll das bitte gewinnen, so fertig. Das ist tatsächlich so krass geworden, was sich da oben mittlerweile an der Tabellenspitze rumtreibt. Also ich meine, du hast Bayern, da hast du eigentlich keinen Bock drauf. Du hast Leipzig, hast du null Bock drauf. Wolfsburg ist da oben drin, hast du keinen Bock drauf. Bayer Leverkusen hast du auch keinen Bock drauf. Was ist denn da los, Mann? Wahnsinn. Ist denn Dortmund der einzige Verein noch, der Fußball spielt, auf den ich hoffen kann? Ja, Wahnsinn, gell? Finde ich auch. Also finde ich tatsächlich, kannst du dich jetzt schon mal sehr darauf vorbereiten, dass in den nächsten Jahren Leipzig den einen oder anderen Titel holen wird? Und da habe ich gar keinen Bock drauf, Alter. Wolfsburg ist übrigens auch noch im DFB-Pokal. Die spielen gegen Schalke. Okay. Jetzt bin ich aber noch für Schalke, oder was? Ja, aber so weit kommt's doch. Was ist denn hier los? So weit kommt's doch. Dass ich dann das letzte Pokalfinale Bayern gegen Leipzig, da muss ich für Bayern sein. Was ist denn da passiert, Alter? Ich habe das letzte Pokalfinale einfach ausgeblendet. Das war. Ich hab's auch nicht geschaut. Aber ich wollte natürlich trotzdem, dass Bayern gewinnt. Ja, so ein bisschen schon. Das war das Vorletzte. Das letzte war, glaube ich, Bayern gegen Leverkusen. Ne? Ja, stimmt. War das Vorletzte. Auch scheiße, Alter. War auch nicht interessant. Naja, gut, liebe Freunde. Ist auch egal. Ich glaube, das Mainz-Spiel können wir, glaube ich, auch schnell abhaken. War ein Arbeitssieg, mir hat's gefallen, alles gut. Ich glaube, das größere Picture ist jetzt tatsächlich dieses Schalke-Spiel und ich bin auf eure Einschätzung gespannt. Ja, vielleicht war noch kurz. Gut? Noch kurz zu Mainz. Ich muss schon sagen, ich hatte eine gewisse Schadenfreude, dass genau diese zwei Elfmeter, die nicht gegeben wurden oder zurückgezogen wurden, beides mal für Mainz gewesen wären. Also so ein bisschen Schadenfreude war da schon dabei, muss ich ehrlicherweise sagen. Also der eine Elfmeter, der da zurückgezogen wurde mit dem Spieler, was war das denn? Ist der besoffen? Ich glaube, ja. Also ich glaube, da hat er einfach nur irgendwas pfeifen wollen, damit der Mainz auch mal irgendwas Gutes tut. Das war halt ohne Scheiß, genau den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte so von wegen, oh bitte, lass doch eine Szene entstehen, wo ich eventuell Elfmeter
ausgleichen könnte. Ja. Das war eine Riesenfrechheit. Also, ja. Sorry, der Bundesliga-Schiedsrichter, der steht 2 Meter vorm Strafraum, Alter. Zu mich verarschen, Alter. Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht so, dass der 3 Kilometer wegstand und noch 5 Leute zwischen ihm und der Szene war. Er steht direkt dahinter. Was ist denn? Also, ja, habe ich auch spätestens jetzt der Linienrichter hätte es eigentlich erkennen müssen. Also, das ist schon ein bisschen. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Glaube ich, kann man unter dem Arbeitstitel Arbeitssieg abhaken. Und jetzt, wie gesagt, René, darf ich die Frage euch stellen? Ja, stell deine Frage. Wie ist euer Gefühl? Glaubt ihr, das war gut, dass Schalke jetzt endlich mal wieder gewonnen hat, oder war das schlecht? Ich weiß es für mich nicht. Das war voll gut. Ganz ehrlich, wenn die nicht gewonnen hätten, die Eintracht hätte es verkackt. Das ist einfach so prädestiniert dafür, dass die Eintracht so ein Spiel in Sand setzt, wo dann auch noch die ganze Zeit über Tasmania-Berlin-Rekord, bla bla bla. Ich hab die Schlagzeile schon vor mir gesehen, dass die Eintracht derjenige ist, der Schalke den Titel beschert. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite wäre meine Angst größer tatsächlich gewesen, wenn sie das letzte Spiel nicht gewonnen hätten. Auf der anderen Seite so richtig drüber freuen oder so richtig deswegen jetzt 100% an den Sieg glauben, kann ich auch noch nicht, weil ich weiß nicht. Es ist das Spiel halt ist noch nicht gewonnen, das wollte ich damit nicht auf gar sagen. Keinen Fall. Aber der Druck ist jetzt von der Pfeife. So, und das ist halt erstmal, Schalke hat jetzt erstmal einen Sieg, da ist jetzt mal so ein bisschen kurz durchatmen, die haben nicht die 100. Niederlage in Folge eingesteckt, diese komische, ewigen, schlechtesten Serie von Tasmania Berlin ist raus, so, die ganze Brisanz ist irgendwie damit aus dem Spiel rausgespült worden und jetzt ist es einfach ein ganz normales Spiel gegen ein Tabellenschlusslicht, was halt gewonnen werden muss, Punkt, so. Die stoßen jetzt viele Veränderungen an, Kolasinac ist zurück, ob das jetzt der Heilsbringer ist, wage ich mal zu bezweifeln. Hüntelaar im Anflug, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ein grandioser Transfer ist, den sie sich da haben einfallen lassen. Ist der eigentlich schon fix mittlerweile? Ich hatte nicht geguckt heute. Nee, ich glaube fix ist es noch nicht. Aber dürfte der dann auch direkt spielen? Wahrscheinlich, ne? Nee, der muss ja noch in Quarantäne. Deswegen darf ja, das ist ja der Grund, warum Jovic jetzt schon spielen darf, weil er ja schon infiziert war und geheilt. Und deswegen muss er nicht in Quarantäne. Ja. 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 Wie alt ist Hüntelaar eigentlich mittlerweile? Ich muss gerade mal gucken. 37. Ja. Okay. Ja, im besten Fußballeralter für einen Torwart. Ach nee, der ist ja schlimmer. Ja, aber ich finde trotzdem, das ist ein merkwürdiges Spiel jetzt trotzdem, weil Schalke ist jetzt in dieser Position trotzdem, die müssen anfangen zu punkten, haben sie jetzt geschafft, das heißt, dieser Knoten hat sich gelöst, also aber ich glaube schon, dass die Eintracht realistische Chancen hat, dieses Spiel zu gewinnen, wenn die sich auf keine Scheiße einlassen. Also die einzige Chance, die Schalke hat, ist natürlich, dass die Eintracht runterziehen, so auf irgendein so Kampfstreckspiel, so, wo irgendwie gar nichts geht, aber so, wenn die Eintracht, wenn das ein Fußballspiel wird, ist die Eintracht einfach in der Verfassung, wo sie besser ist, glaube ich. Ich glaube, dieser Jovic, ich meine, im Endeffekt, klar hat Schalke jetzt den Hype, die haben zum ersten Mal gewonnen, wir haben aber auch einen gewissen Hype. Also die Eintracht, du könntest auch als Schalke denken, scheiße, mussten die jetzt ausgerechnet vor unserem Spiel Jovic holen. Weil egal, ob der spielt oder nicht, es geht einfach nur um die Atmosphäre, auch innerhalb der Mannschaft und außerhalb so ein bisschen, dass da so ein bisschen Hype drauf ist, zu denken, oh geil, lass uns auf die Liga konzentrieren. Die Eintracht hat im Pokal einen Warnschuss zur rechten Zeit gekriegt, zu denken, ja Leute, so selbstverständlich, wie das die letzten Wochen war, ja, das stimmt. Nicht. Und deswegen wird das wird ein interessantes Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Ende auf dem Platz aussieht. Hab aber leise Hoffnung, dass die Eintracht da gewinnen kann, weil es wäre schon sehr wichtig, weil danach fahren wir, glaube ich, zum heimlichen Topspiel der Bundesliga aktuell. Danach ist Freiburg. Freiburg, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das zwei der aktuell besten Bundesligamannschaften, die natürlich jetzt unterhalb dieser großen, aber so, das sind zwei sehr interessante Projekte. Bin sehr gespannt, weil das ist für mich ein Kräftemessen, auf das bin ich unglaublich gespannt, weil das für mich auch so eine Benchmark ist. Wo steht die Eintracht? Also wenn da jetzt eine Mannschaft kommt, die auch einen Plan hat, die gut in Form ist, die aber trotzdem auf Augenhöhe ist, wie kann die Eintracht sich da behaupten? Das wird mega spannend und mit Schalke hast du natürlich jetzt ein komplett anderes Spiel. Du hast eine Mannschaft, die steht unter dir, die unter Druck ist, die wird auf andere Mittel zugreifen müssen, wie Kolasinac, habt ihr angesprochen. Der ist natürlich, das ist ein guter Kicker, aber der wird natürlich auch hauptsächlich wegen seiner Mentalität geholt worden sein. So zu denken, Leute, ihr seid Schalke, alle reißt euch mal zusammen, ihr Deppen. Und ich glaube, dass wir das rausnehmen müssen. Ich glaube, du musst den halt ähnlich, wir müssen eigentlich das mit Schalke machen, was Leverkusen mit uns gemacht hat.
so, ja, ja, wir wissen, ihr seid eigentlich ganz geil, aber wir holen euch jetzt mal ein bisschen auf den Boden zurück und dann müsst ihr euch wieder neu sortieren und anschauen. Ich hoffe, dass ihr einfach das mit Schalke auch macht. Ich glaube, wichtig ist an der Stelle halt auch nicht in Rückstand geraten und relativ schnell ein Tor machen. So. Ja. Also damit ziehst du, glaube ich, bei so einer Mannschaft, die so gebeutelt ist, auch gleich wieder ein bisschen den Stecker. Ja, beziehungsweise du erhöhst halt einfach den Druck auf sie noch mehr und schaffst dir damit halt hoffentlich auch irgendwie Räume, weil sie können sich es halt dann auf gar keinen Fall erlauben, realistisch hinten sich reinzustellen und damit hast du die Räume, die wir halt einfach brauchen. Ja. Genau, ich glaube, das ist wirklich das. Dazu brauchen wir halt tatsächlich Spielglück auch. Also es muss halt irgendwie so laufen, dass wir in eine Situation kommen, wo wenn die Eintracht jetzt Pech hat und wir kriegen irgendwie wieder einen unberechtigten Elfmeter gegen irgendwas sowas, dann kann es natürlich ein ekliges Spiel werden, weil wenn Christian Groß noch eins weiß aus, keine Ahnung, 2008 hat angerufen und wollte ihre Trainer zurück, wenn der eins weiß, dann weiß, wie er verteidigt. So. Also ich glaube schon, dass die das verinnerlicht haben, aber ich sehe es wie Alex, wenn die Eintracht in der Position ist und die führt, weiß ich nicht, ob Schalke in der Verfassung, in der sie sich aktuell trotzdem noch befinden, die Mentalität und auch die Mittel haben, um da irgendwie großartig zurückzukommen. Das sehe ich nicht. Also bin ich auch gespannt und hoffe sehr, dass sie einfach direkt da ist und denen zeigt hier, Leute, klar, ihr wollt drinbleiben, aber ihr holt die Punkte, glaube ich, gegen andere Mannschaften. Ja, ja, und dann ist danach die Rückrunde. Die Hinrunde beendet, das ist tatsächlich ja das letzte Spiel der Hinrunde und dann. Das ist so verwirrend und durcheinander. Freiburg ist das letzte Spiel, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir in der Runde stehen. Das, ist Freiburg das letzte? Freiburg ist das letzte Spiel, Bielefeld ist da. Ah, stimmt. Ja. Habe ich mich jetzt getan, ja. Ich hatte das jetzt gerade im Kopf, weil das ja auch das letzte Spiel für Abraham ist, aber da geht ja ein Spiel vorher. Ja, schade eigentlich. Ich hätte gedacht, dass er zu seinem Abschluss seiner Karriere in Deutschland nochmal Christian Streich wegklatschen kann, aber. Hätte er machen können, weil Sperre ist ja danach sowieso nicht, ne? Eben, das wäre richtig geil. Also vielleicht hätten sie es ja einfach nochmal nachstellen können. Wir können ja mal drüber nachdenken, ob wir mit den Jungs und Mädels vom Museum mal sprechen, so ähnlich wie die das damals mit dem Übersteigertor nach 10 Jahren gemacht haben. Vielleicht machen wir dann in 10 Jahren so ein Revival und die zwei stellen das einfach nochmal nach im Stadion. So machen wir es. Ja, aber was das für ein geiles Heimspiel geworden wäre. Jovic wieder der Arm verabschiedet. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, das... Nein, hör auf, nicht, nee, Basti fängt gleich an zu heulen. Da hast du auch gehört, der ist nah am Wasser gebaut. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ja. Nimmt er sich eine Hantel und dann geht's wieder. Das ist eine sehr exotische Hantel. So, bevor das Thema jetzt hier weiter ausartet mit dem Hanteltraining, was wäre denn oder was geht ihr denn aufstellungstechnisch davon aus, wie wir da gegen Schalke auflaufen? So und Kostic wieder dabei? Fragezeichen? Ja. Das heißt? Am Ende die Aufstellung, die wir gesagt haben, nur dass wahrscheinlich Barkok oder Kamara. Barkok für Jovic, genau. Naja, genau, das wäre auch meine Aufstellung gewesen. Und Abraham wird mit Sicherheit ja für Tuta spielen, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ach stimmt, den dürfen wir noch einmal benutzen, klar, ja, da kommt ich noch was. Ja, zumindest eine Halbzeit. Ja, der wird auf jeden Fall spielen. Also das sollte man schon nutzen, dass er noch da ist. Also Abraham in der Innenverteidigung. Was hast du ehrlich gesagt, finde ich schade, dass man den nicht überreden konnte. Jetzt mach doch halt noch die paar Monate, schaffst du jetzt auch noch. Aber gut. Was war das andere, was ihr gesagt habt? Jovic noch nicht dafür? Jovic wird wahrscheinlich auf der Bank sitzen und wahrscheinlich wirklich je nach Spielverlauf vielleicht mal in der 60., 70. Reinkommen. Ja, und dafür dann Kamada neben Younes und die beiden dann hinter Silva wahrscheinlich. Ja, ich würde, glaube ich, der Barkok wieder. Ich würde Kamada mal eine Pause geben. Meinst du? Ja, also ich würde es machen, aber ich glaube nicht dran. Also ich glaube, dass Younes und Kamada hinter Silva spielen werden und Rode So, Kostic, Sturm und die Abwehr haben wir auch schon gesagt. Was auch geil ist, also ich beschwere mich nicht. Nee, ich meine, es hat ja auch bislang in den letzten Dingern sehr gut funktioniert. Und ich aber es ist halt echt so, ne? Es ist schon so, wie du eben gesagt hast, Basti, eigentlich ist drauf geschissen. Also solange in der Aufstellung nicht Ilsanka auf der 6 auftaucht, ist es tatsächlich so, mach was du willst. Er könnte ja auch in der Innenverteidigung spielen. Ja, wenn da mal Not am Mann ist, dann kann er ihn da auch gerne bringen und dann sage ich kein Wort dazu. Aber nicht, wenn es so verletzt ist, Ilsanka reinbringen. Ja, das ist halt das. Also du musst schon vom Spielertyp her.
wenn Ilsan drin ist, dann von mir aus gegen gute Teams und dann aber auch alleine auf der 6. Ich will nicht, dass der Teil in diesem Aufbauspiel ist. Also ich will, dass er wirklich dann am Ende kann er von wirklich so eine, ja, wie gesagt, wenn er nur der Ausputzer ist und nur für den Kampf da ist, weil man das in dem Spiel halt braucht, von mir aus. Aber nicht als Teil dieses Spielsystems, sondern da, also das ist halt wirklich, aber da ist leider Lisa kann nicht der Einzige. Also ganz ehrlich, Zuba weiß ich auch nicht ja. genau, was der in seiner Freizeit ja. macht. nicht Fußball spielen. Du hast, tatsächlich bin ich mittlerweile so weit, dass ich auch lieber Rustic sehen will, wenn falls Kostic mal nicht kann. Aber du hast halt tatsächlich Kicker in der Mannschaft und das ist schon krass, die das Niveau tatsächlich mega senken. Also das muss man halt so sehen. Also wenn sobald Zuma für Kostic reinkommt, ist das ein anderes Spiel. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich meine, klar, dass der, dass sie nicht ein Level sind, aber dass das dann so ein rapider Unterschied ja, ist. Also ich hätte Zuba, auch nicht gedacht, dass Zuba der so langsam haben wir schon ist. Bei dem Transfer gesagt, dass, also weiß nicht. Ja, aber der kann ja trotzdem Fußball spielen. Das sah aber für mich jetzt bislang nicht so aus. Ich habe gedacht, das ist ein Ergänzungsspiel, aber mittlerweile muss ich sagen, der ist einfach lahm. Ja. Also gut, Geschwindigkeit ist ja sowieso nicht in breiter Masse bei uns im Kader so sehr vertreten, aber boah. Ja, mal gucken. Meine Güte, aber lass uns auch da ein bisschen beruhigen. Wir hatten auch schon schlechtere Auswechselspieler. Das ist richtig. Also ich habe schon mit mehr Angst auf eine Bank geschaut in der Vergangenheit. Ja, das ist korrekt. Muss man sich auch mal wieder klar machen. Meine Güte, es ist alles für Corona-Zeit, ganz ehrlich. Überleg mal, es ist auch noch Corona und viele, viele Vereine haben echt finanzielle Probleme. Und die Eintracht schafft es tatsächlich, selbst in Corona-Zeiten den Kader jetzt im Winter noch zu verbessern, obwohl es sowieso einigermaßen lief. Also ich bin sehr hoch zufrieden. Ich habe Bock auf die Rückrunde. Natürlich immer mit dieser Handbremse, weil keine Zuschauer da sind und ich gar nicht dran denken darf, was jetzt los gewesen wäre. Alex hat schon gesagt, wenn wir jetzt dieses Anzündspiel hätten, Alter, es ist einfach schön Flutlicht wäre es gewesen und Jovic ist wieder da, pam, pam. Aber ist jetzt nicht so, aber dann müssen wir uns halt mit auseinandersetzen. Trotzdem ist es geil. Also für die Umstände, die gerade sind, ist es geil. Ja, das stimmt schon. Also ich bin mal gespannt. Ich war tatsächlich auch so ein bisschen interessemäßig, dass ich gesagt habe, oh, Fußball nervt langsam, aber diese Jovic-Thematik hat mich jetzt auch wieder extrem angezündet. Ich hätte jetzt gerne irgendwie Sonntag 18.01 Uhr, das Spiel ist angepfiffen, es ist eine geile Aufstellung und er wird irgendwann in der 55. Minute eingewechselt oder irgendwas. Warte mal, wie wir nächsten Dienstag reden, wenn Eintracht 3-0 die Schalke verloren hat. Ich kenne das Gefühl, von dem du gesprochen hast, René, aber ich glaube, also bei mir kam das nicht durch Jovic zurück, sondern in dem Moment, wo wir auf ein anderes Spielsystem zurück. Wo die angefangen haben. Genau. Ja. Und ich hatte nicht keinen Bock mehr auf Fußball. Ich hatte keinen Bock mehr auf das, was die Eintracht macht. Das war's unterm Strich. Und seitdem der Ball mal wieder läuft und wir Fußball spielen, habe ich wieder richtig Bock, auch wenn es nur vom Fernseher ist. Ja. Ich muss das auch sagen. Das habe ich ja an dem Leverkusen-Spiel gemerkt. Also meine Wut war eine andere danach. Ich war halt traurig, dass die Eintracht ausgeschieden ist. Aber trotzdem konnte ich ruhig schlafen, weil ich wusste, die konnten zumindest, aber als noch alle da waren, haben die gespielt. Ja, und haben nicht richtig. Die Eintracht hat auch schon Spiele gewonnen mit diesem Kämpfersystem. Aber das zündet dich halt auch nicht an. Dann denkst du, ach geil, gewonnen. Aber sobald, auch selbst in Mainz gab es Szenen, wo ich einfach von der Couch aufgestanden bin und applaudiert habe, so komisch, wie das da aussieht. Aber zu denken, als Indika da diesen Slider macht, Alter. Ja. So hier, zack, zack, als sie da Doppelpässe im Strafraum, zack, 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 schnick, schnick. Ah, war das schön. Der Pass von Younes zum Elfmeter. Ja. Mega. Solche Sachen, das ist dann ein graues Spiel in Mainz. Trotzdem hast du Momente drin, wo du Bock drauf gehabt hast. Finde ich auch, da bin ich bei Alex. Das sehe ich auch so. Die Eintracht hat sich in die Saison gespielt, im Wortsinne einfach. Endlich wieder mal kicken, einfach. Ja, voll. Klar, und trotzdem. Ich sag mal, vor 6 Wochen oder so hätte ich auch noch gesagt, ach, die Eintracht spielt, ah ja, die Wäsche muss auch noch gemacht werden. Ja. Gucken wir mal. Aber mittlerweile, auf keinen Fall möchte ich eine Minute verpassen. Ich habe echt wieder Bock drauf. Ja, trotzdem, dieser Jovic-Transfer hat nochmal so einen richtigen Schub da jetzt einfach reingebracht. Zumindest bei mir. Ja, gut. Ja. So, Ergebnistipps. Basti hat schon gesagt, wir verlieren 3-0. Bleibst du dabei? Nee, ich sag, Eintracht gewinnt 2-0. Eintracht gewinnt 2-0. Alex? Also ich bin auch auf jeden Fall voll auf Sieg Eintracht. Ob das so haushoch ausgeht, weiß ich nicht. Ohne Gegentor wahrscheinlich auch nicht. 2-1. Ich sag, die Eintracht gewinnt 3-0. Komm, ich hab Bock. Ist ja 2-1-Tipp, ne? 2-1-Heimsieg. Also
offensichtlicher kann man nicht tippen. Egal. Ja, ich glaube, momentan ist halt scheißegal, Jovic. Sowieso schwierig. Scheißegal, Jovic. So ist es. Die Frage, die ich euch vorhin stellen wollte, was ich immer vergessen habe, glaubt ihr, es tut sich jetzt in der Wintertransferphase noch was? Was so Zugänge, Abgänge angeht. Ja, hat sich ja heute auch noch was getan, ne? Also darf man jetzt auch nicht so ganz unter den Teppich kehren. Stimmt, Chava geht genau. Nach. Kräuter führt, hätte Kräuter ich mir nicht führt. Zugetraut. Also ist sogar eine richtig gute Station für ja, also ablösefrei, er hätte noch ein halbes Jahr Vertrag, aber den scheint man ja dann einvernehmlich irgendwie aufzulösen und fordert da jetzt keine Ablöse. Ich meine, die Ablöse wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht hoch gewesen. Ja, aber stimmt. Vollständigkeit habe, das hat sich heute noch getan. Glaubt ihr, da tut sich noch mehr? Ich kann es mir vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht ausschließen. Ich würde beides nicht ausschließen. Ich würde nicht ausschließen, dass wir vielleicht in der Abwehr nochmal aktiv werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich bei Jethro Willems noch was tut. Ich könnte mir vorstellen, dass sich bei Dani da Costa noch was tut. Genau. Das denke ich auch. Die typischen Kandidaten. Also die beiden Willems da Costa sehe ich auch so. Und ich glaube, die Eintracht wird auf gar keinen Fall beide Augen zumachen, wenn es um Innenverteidiger geht. Also ich glaube schon, dass die zumindest gucken, wenn es eine ähnliche Möglichkeit wie bei Jovic gibt. Und ich werfe jetzt hier einfach mal den Namen Vallejo in den Raum. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch gerade mit Real telefoniert. Was macht eigentlich Vallejo? Genau, also zu denken, hier, ihr seid doch gerade scheinbar gut drauf, habt ihr Bock? Die Eintracht soll einfach gut, aber der ist ja noch ausgeliehen, ne? Der ist ja bis Jahresende noch bei... Granada ist der. Granada. Kann man vielleicht... Ja, das ist jetzt einfach... Also da, ich will auch nicht gierig werden, aber das wäre natürlich, stell dir mal vor, Vallejo Hinteregger Indica. Ja. Da reden wir nicht über die Conference League, sondern dann reden wir über Platz 4, meine lieben Freunde. Ja. Ja, das wäre schon eine geile Innenverteidigung. Mann, was reden wir denn jetzt, will ich das haben? So? Scheiße, Alter. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden, glaube ich. Könnte in der Tat ein bisschen schwierig werden. Jetzt ärgere ich mich über mich selbst. Naja. Ja, du hast damit angefangen. Ich weiß doch, deswegen ärgere ich mich ja über mich selbst, René. Wie viel Handeltraining soll ich denn jetzt noch machen, um mich abzulenken? Großartig. Ja, scheißegal, Jovic. Ist der Muskelerschlaft. Ich gebe einfach mal Spanisch in das Suchfenster ein. Gut, Freunde. Sehr schön. Aber ich glaube, so eine voll positive Folge hatten wir nach einer Niederlage noch nie. Haben wir verloren? Scheißegal, Jovic. Hauptsache, ja. So, ich habe noch zwei Mini-Empfehlungen und dann können wir, glaube ich, auch so langsam auf die Zielgerade hier einbiegen. Der Markus hat uns noch eine Empfehlung geschickt. Und zwar sagt er, ist die Kicker-Doku von Datsen, die es auf YouTube unter anderem gibt, wäre gut anzuschauen. Kicker 100 Jahre, es gibt eine vierteilige kurze Doku dazu von den Kollegen von Datsen, sind 4 Folgen, a 15 Minuten, die soll wohl sehr gut sein. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Sachen, wo Martin Hanebeck seine Finger im Spiel haben, sind immer gut, liebe Grüße. Gut. Dann empfehlen wir das. Und ich empfehle euch dringend die aktuelle Folge von 93. Ihr müsst nicht alles hören, aber ihr müsst mindestens den Teil, und das ist Hausaufgabe, hören und es noch mindestens 50 weitere Leuten sagen, weil das muss die Menschheit einfach erfahren, wo Dr. Hüttl und Rechtsanwalt Witte von dieser Hopp-Thematik berichten. Ich habe das gehört, während ich mit dem Hund im Feld spazieren war und habe vor Frust bald Dinge durch die Gegend geworfen, weil das einfach so eine Frechheit ist. René wirft seinen Hund durch den Wald. Nee, den Hund nicht, aber ich glaube, wenn mir da einer entgegengekommen wäre und hätte mich blöd angeguckt, der wäre nicht mehr aus dem Feld rausgekommen. Das hat mich extrem... Ich beschwere, dass ich dir den Ast an den Kopf geworfen habe. Ja. Ja. Also extrem wichtiger Teil. Ich bin auch immer noch sprachlos, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe viel erlebt und dass man sich auf DFB und so weiter, was das Thema hier Gleichbehandlung und Fairness und so weiter angeht, nicht setzen kann, war mir klar. Aber dieses Scheiß, ich habe 2 Millionen für ein Krankenhaus gespendet, so weit geht, dass da selbst die Justiz und angeschlossene Dinge sich einem alten, reichen, weißen Mann ergeben, ist schon mehr als dreist. Ich auch. Naja. Ja, also hört es euch an, das ist extrem notwendig und egal, ob ihr 93 mögt oder nicht, ignoriert das einfach mal, springt über euren Schatten, hört euch das an und erzählt das weiter. Also das muss einfach bekannt sein.
Wenn ihr danach immer noch Hopp mögt, dann ist euch nicht zu helfen, aber hört euch trotzdem an. So. Zack, gespeichert, mein Podcast für morgen Mittag. Ja. Absolut notwendig. Und dann kannst du nächste Woche sagen, wie schlecht es dir damit ging. Habt ihr noch kleine Empfehlungen? Lass mich überlegen. Nö. Nö. Alex, du? Nö. Nö. Ah doch, ich kann euch empfehlen, das fällt mir gerade ein. Morgen um 15.30 Uhr. Ah, stimmt. Siehst du, das hatte ich vorhin schon gesagt. Morgen um 15.30 Uhr bin ich bei einer neuen RAN-Webshow. Ich bin mal gespannt, was es ist. Geht um die Bundesliga, weil die ja ab Sommer, glaube ich, die Rechte von Eurosport haben mit diesem Freitagsspiel. Genau. Und da wird jetzt schon mal gestartet, gibt es so eine kleine Show, die das begleiten soll in Zukunft. Da bin ich zu Gast ab 15.30 Uhr ungefähr. Kann man live im Internet streamen schauen oder dann im Anschluss. Thema wird natürlich Eintracht Frankfurt und Luka Jovic sein. Genau, jeden Freitag 15.30 Uhr senden die Kollegen von RAN ihre Webshow. Immer wieder mal unterschiedliche Gäste aus von Bundesliga oder Fans von Bundesliga-Vereinen mit dabei, die so ein bisschen Einblicke geben. Und ich verlinke euch mal die Seite, ist ran.de, also ist jetzt sehr einfach, kriegt jeder irgendwie hin. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich stream die nicht auch parallel auf YouTube? Ich weiß es nicht, aber mindestens mal ran.de, da könnt ihr auf jeden Fall reingucken. Basti zu Gast. Ein Twitch-Kanal. Weiß ich nicht, könnte ich ja mal gucken. Ich glaube aber. Aber hier für die Unwissenden, wir reden von der 93-Folge 168 Lexhop. Genau. Genau. Ja. So ist es, dann, ich verlinke die aber auch. Nicht, dass ich hier 4 Stunden falsche Folge runterlade. Was hast du denn für ein Internet, dass das 4 Stunden dauert? So groß sind die nicht. Nee, die Folge dauert 4 Stunden. Ja, weißt du? Das ist also ein guter Podcast, geht auch mindestens 4 Stunden. Ja, oder, ich glaube, oder so ist halt so lang, wie wir halt senden. Ich glaube, so ab der 10. Minute geht's los damit. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig. Falls wir es noch nicht gesagt haben, wichtig. So. Gut, also dann könnt ihr euch. Ist es wichtig? Ist wichtig. Ja. Ist es wichtig, René. Ja, und dann könnt ihr euch morgen Basti angucken. Dann war der auch, glaube ich, du warst, glaube ich, auch an jedem Tag heute irgendwo unterwegs, ne? Ja, genau. Außer Dienstag, da hast du Fußball geguckt, aber ansonsten war jeden Tag was. Montag 93 und Fußball 2000, Dienstag die Eintracht. Gestern Sportschau, heute hier, morgen ran. Und gestern Sky noch. Ach, stimmt, bei Sky warst du ja auch noch. Ja. Alter, Promi-Club hier. Kommt rum, der Herr. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir bedanken uns vielmals bei euch fürs Zuhören. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das nächste Woche machen, weil Mittwoch ja dann auch wieder englische Woche, ob wir bei dem Dienstag bleiben oder nicht, ist noch nicht ganz geklärt. Von daher behaltet mal unsere Social Media im Auge, da werden wir euch auf jeden Fall sagen, wann wir nächste Woche senden und wann ihr dann mit der Folge ungefähr rechnen könnt. Wir wünschen euch bis dahin eine wundervolle Restwoche, ein angenehmes Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!